Hallo an alle Fans von Ragnarok Online und Rosport TV und diejenigen, die es werden wollen, hoffentlich. Folge 19 von Rosport TV steht an. Das heißt, eine Woche noch bis zum Jubiläum, zum 20. Folgenjubiläum und auch eine Woche bis zum angekündigten Winterpause. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber erstmal werden euch mein Co-Moderator und ich nun kompetent durch den Newsflash führen. Folgendes ist diese Woche auf Iro und auf Efro so alles passiert. Efro fügt 0% XP-Verlust-Event hinzu. Am 24. November hat Efro ein 0% XP-Event hinzugefügt. Bei diesem Event verliert ihr beim Sterben keine Prozente. Normalerweise verliert ihr bei einem Premium-Account 1% und bei einem Nicht-Premium-Account 5% eurer Erfahrungspunkte. Für eine Woche könnt ihr nun völlig unbesorgt leveln und werdet keine Prozente einbüßen. Efro kündigt Änderungen am iShop-Miles-System an und sorgt für Unmut. In dieser Woche hat Efro den iShop noch einmal offiziell vorgestellt und auch gleich Änderungen am Miles-System vorgestellt. Diese Änderungen sorgen für Unmut. Mehr dazu erfahrt ihr im Forum auf www.ragnarokeurope.com und etwas später hier in dieser Show. Efro versucht, Lag-Probleme auf den Grund zu gehen. Efro bittet alle Spieler um Hilfe, denn nach den Wartungen durch das koreanische Technikerteam sind nun vereinzelt doch starke Lag-Probleme aufgetreten. Alle Spieler, die hiervon betroffen sind, möchten das Efro-Forum besuchen und das entsprechende Thema im News-Bereich aufsuchen. Dort wird erklärt, wie ihr eure Verbindung testen und die Daten an Efro schicken könnt. Die Daten werden im Anschluss ausgewertet und dann soll es noch einmal Änderungen geben. Iro ändert den Effekt Minion of Morogdoll. Wie angekündigt, hat Iro noch einmal den Effekt der Minion of Morogdoll geändert. Statt vorher Critical Wounds Level 2 castet das Headgear beim Angriff nun Level 3. Außerdem habt ihr die Chance, in einem 5x5 Feld Bleeding zu erzeugen. Iro Probleme beim Wechsel der wöchentlichen Turn-In-Events. Bei dem Wechsel der Turn-In-Events kam es diese Woche zu zwei Problemen. Das erste war, dass die Turn-In-Events erst einen Tag später aufgespielt wurden, bis dahin galten die alten Events. Zudem war es möglich, bei den Turn-Ins im Levelbereich 90 bis 110 die Erfahrungsbelohnung immer und immer wieder abzuholen. So konnten Spieler kinderleicht das Level 150 erreichen. Die GMs reagierten jedoch kurze Zeit später und behoben diese Fehler. Die Accounts, welche den Bug ausgenutzt haben, wurden vorübergehend suspendiert. Die GMs werden nun ausfiltern, wer den Bug mutwillig mehrmals missbraucht hat und werden diese Accounts voraussichtlich temporär bannen. So, das war's zum Newsflash diese Woche von Iro und Efro. Ist ja wieder einiges passiert. Wir legen jetzt auch gleich los mit weiteren Iro-News, weil da gab es viele kleine Änderungen. Dann kommen wir zu Efro und zum angekündigten Infos zum iShop und noch zu einem anderen Thema. Und dann gibt es noch ein bisschen Community, also seid gespannt, was euch erwartet. Ja, ich habe gerade schon einen Kommentar bekommen, ich sehe heute ein bisschen müde aus, kann sein, die Woche war stressig. Wir haben jetzt auch Sonntag, knapp 18 Uhr, die neue Show wird gerade aufgenommen, also ich hoffe, ich kann sie euch im späten Abend noch präsentieren und spätestens morgen. Also seht es mir bitte nach, die Woche war stressig. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, ich hoffe, und dann wird alles ein bisschen ruhiger. Und damit werden wir jetzt mal mit der, ohne jegliche Überleitung sofort übergehen zu den Iro-News, weil da gab es viele kleine Änderungen und dann wollen wir doch mal loslegen. Also, wir haben auf Iro beispielsweise ein beendetes Doppel-Drop-Event, das hat euch erwartet, zum Veteranentag, das wurde jetzt abgeschaltet. Dann gab es noch zwei zusätzliche, oder gibt es noch zwei zusätzliche VIP-Food-Hunt-Quests. Wisst ihr, ich habe euch letzte Woche erzählt, ihr könnt bestimmte Food-Gegenstände für die Zubereitung der Plus-20er-Foods bekommen. Und jetzt gibt es noch zwei zusätzliche Quests. Einmal könnt ihr 200 Eistitanen erlegen und 10 Cold-Eis bekommen oder 200 Ground-Petit erlegen und 8 Petit-Tail bekommen. Ja. Also, wer kochen möchte, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Eistitanen und Ground-Petit. Dann gibt es noch eine Änderung mit den Leaf Cats. Die könnt ihr ja als Pet bekommen. Wenn ihr iPad- oder iPhone-Spieler seid, könnt ihr Roh Violet spielen und könnt euch die dann mit den Highscores erspielen, diese Pets. Und weil die Tierchen natürlich auch Futter brauchen, könnt ihr dieses Futter, Blue Baked Fish nennt sich das Ganze, könnt ihr jetzt wieder beim Pet Boomer kaufen. Aber wie gesagt, die Pets an sich sind natürlich nur bei Highscore zu erhalten. Wenn ihr also Apple-Fans, Jünger oder wie auch immer seid, dann spielt Roh Violet. Und es gibt übrigens noch eine Änderung. Eine Neuerung, ein neues, wie ich gelesen habe, Roh-Puzzle-Spiel, so eine Art Puzzle-Spiel. Infos dazu unter www.roh-puzzle.com
playragnarok.com, offizielle Iro-Seite. Da gibt es natürlich alle News dazu und da gibt es ein neues Spiel. Für die verschiedenen Apple-Möglichkeiten könnt ihr, glaube ich, im App Store kaufen. Aber wie gesagt, da informiert euch, ich bin kein Apple-Benutzer, deswegen habe ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Wir kommen dann aber weiter zum nächsten Thema. Und zwar könnt ihr die Cracked Buckler nun auch verkaufen für 0,10 an den NPC, wenn auch welche übrig geblieben sind. Einfach weg damit. Und die Black Devil Mask ist nun vent- und tradebar, das heißt, ihr könnt sie an andere Spieler weitergeben und natürlich auch in euren Shop packen. Merit Badger wird euch in dieser Woche eine doppelte Menge an Eden Merit Badges abnehmen, das ist jetzt normal. Ihr bekommt auch bei den Turn-In-Events die doppelte Anzahl an Eden Merit Badges. Hat man ja angepasst, wie ich euch berichtet habe, weil einfach es in Zukunft neue Items geben soll und da musste man einen anderen Umrechnungskurs haben. Deswegen müsst ihr jetzt die doppelte Menge an Eden Merit Badges abgeben, bekommt natürlich aber auch die doppelte Menge bei den Turn-In-Quests. Da wurden noch einige Food-Items geändert im Namen, brauche ich nicht groß drauf eingehen. Drosera beispielsweise schreibt man jetzt mit S und nicht mehr mit C. Aber da könnt ihr euch selbst dann noch ein bisschen durchklicken, es sind keine großartig relevanten Änderungen. Was viel interessanter ist, natürlich mein Lieblingsthema, Green Ales und St. Patrick's Head. Ja, seit letzter Woche mein absolutes Lieblingsthema, weil es da immer wieder News zu gibt. So wird es dann nie langweilig. Also man hat jetzt noch angekündigt, es wird bis zum nächsten St. Patrick's Day, der ist am 15. März 2012, wird es ganz viele Updates noch geben bei den Green Ales und bei dem St. Patrick's Head an sich. Um da mal kurz drauf einzugehen, zuletzt war es ja so, ihr habt 50% HP und SP wiederbekommen von den Green Ales. Das Item hatte einen Weight von 25 und hatte einen Reuse-Timer, also ihr konntet es nicht durchgängig potten, sondern musstet immer 10 Sekunden warten. War für WoE natürlich interessant, weil 50% HP, SP sofort wiederzubekommen und dann durchgehend, macht die Sache natürlich sehr interessant. Ich hatte ja berichtet, es gab sehr, sehr viele Green Ales auf dem Server, also von daher eine sinnvolle Änderung. Und der NPC hat euch die natürlich auch abgenommen, die Green Ales. Ihr konntet sie eintauschen, unter anderem gegen Yggdrasil Seed und Berries. Und der St. Patrick's Head gab euch, wenn ihr ihn auf plus 7 geupgradet habt, noch weitere Green Ales und war Account gebunden. So, das ändert man jetzt ein bisschen. Der bekommt jetzt, diese Items an sich werden jetzt wieder wendbar gemacht im Shop. Und ihr könnt mit dem Hut aber nun keine Green Ales mehr bekommen. Und ab dem 30. November beispielsweise ist es dann so, dass die Green Ales an sich euch nur noch 10% HP und SP wiedergeben. Dann allerdings auch nur noch 5 White haben. Also es kommt aufs Gleiche raus, ihr braucht nur mehr Items. Und dann habt ihr natürlich keinen Reuse-Timer mehr. Sie sind weiterhin verkaufbar. Und der St. Patrick's Head bekommt dann auch einen neuen Effekt. Und zwar gibt er euch zu einer geringen Chance SP und HP zurück. Ja, was haben wir sonst noch an Änderungen? Ich will mal gerade schauen hier. Bis 9. Dezember könnt ihr sie noch eintauschen gegen beispielsweise Korean Rice Cakes. Die geben euch dann 10% HP und haben nur einen White. Dann habt ihr aber keinen Reuse-Timer. Ihr könnt dann 5 Green Ale eintauschen gegen Ick Seed und aber auch gegen Green Ick Berries. Und ja, das sind so die nächsten Pläne, die euch also erwarten für die Green Ales und für den St. Patrick's Head, wie gesagt, mein neues Iro-Lieblingsthema. Ja, dann wird es etwas geben, was die WoE-Spieler nicht so freuen wird, deutsche Spieler vielleicht dann doch, weil es sich lohnen könnte, mal bei Iro reinzuschauen. Ja, also Rotan hat mir das wunderbar zusammengestellt. Danke, wie immer, für die News, für die Zusammenstellung. Wir haben einmal eine Änderung, die die Castle-Besitzer betrifft. Ihr werdet also eure Castles auf Iro verlieren. Bis zum Januar sind sie also erstmal weg. Und damit ja höchstwahrscheinlich auch die Drops, also Treasure-Boxen, wird es dann wohl auch nicht geben, so wie ich das dann daraus lese quasi. Naja, aber ihr bekommt es ja im Januar wieder. Also man reagiert damit auf den Skill-Balance-Patch, der natürlich jetzt bald kommt. 29. November ist angekündigt und dann gibt es die neue Episode. Den Skill-Balance-Patch soll viel getestet werden und macht dann ja auch Sinn, wenn man dann natürlich sehr unbalanced Skills hat und würde das dann im WoE so laufen lassen, könnten einige Klassen ja doch sehr, sehr bevorteilt werden. Also eigentlich eine ganz gute Variante, auch entsprechend Zeit einzuplanen, knapp 4 Wochen. Also da tut Iro ja dann doch einiges.
Es sieht so aus, dass ihr während des WoEs, dann während des WoE-Events, ein normales VRM haben werdet und ein Event-VRM quasi. Ihr habt dort nicht mehr die Möglichkeit, die Castle zu halten. Also die alten Benutzer, die alten Besitzer verlieren sie bis Januar. Und ihr könnt auch nun kein Castle mehr erobern und es nach WoE behalten. Es geht jetzt vielmehr darum, dass ihr die Castles während des WoEs für bestimmte Zeit halten sollt. Das heißt, es wird beispielsweise Belohnungen geben, wenn ihr das Castle für 10 Minuten haltet. Schafft ihr es dann weitere 10 Minuten, gibt es wieder Preise und so weiter. Also da möchte man ein bisschen rumspielen, denn man soll wegkommen von diesem Gedanken, so wie ich es rausgelesen habe und auch in Gesprächen herausgefunden habe, ich mache im WoE gar nichts und 10 Minuten vorher komme ich mal an und rummel mein Castle, kriege meine Treasure-Box und das war's. Also soll mehr Anreiz geben, auch zwischendurch mal ein bisschen die Castle zu taken. Sehr schöne Geschichte, bin gespannt, was daraus wird. Ja, es wird kein Emergency Call geben, einfach weil man bestimmte WoE-Events einfügen wird. Es wird also einmal ein First-Class-WoE geben, es wird ein Second-Class-WoE und niedriger geben. Es wird ein Trans-Class-WoE geben, also ein Trans-Class-Rebirth-Only-WoE, ein Third-Class-Only-WoE und ja, da wird es natürlich dann so sein, dass ihr da mit dem Recall, mit dem Emergency Call natürlich doch einiges verändern könntet, deswegen wird es abgestellt. Außerdem wird es Änderungen an den Schadensreduzierungen geben, die God-Items werden abgestellt, ja, also wird da ziemlich viel rausgenommen, was einen sehr großen Einfluss auf WoE hätte. Und da kann man mal gespannt sein, was dann mit diesem neuen Skill Balance passiert. Iroh reagiert ja eigentlich relativ schnell auf Spielerfeedback. Und ja, in weiser Voraussicht und ferner Zukunft wird ja vielleicht auch die eine oder andere Änderung von Iroh nach Evroh kommen. Und von daher können wir mal gespannt sein, was so in den nächsten Wochen passiert. Ich denke, Rotana hält mich wieder auf dem Laufenden. Und dann berichte ich euch natürlich, wie die neuen WoEs dann auf Iroh laufen mit neuen Skills und mit den angekündigten Änderungen. Mhm. Dann hatte ich angekündigt, gab es eine Änderung im Evroh iShop. Also Evroh hat den iShop diese Woche erstmal offiziell vorgestellt. Wie das alles so läuft, dass ihr neues Design habt, dass ihr einen Warenkorb habt, dass ihr größere Mengen kaufen könnt im Vergleich zu früher und so weiter. Alles wunderbar. Ihr könnt auch jetzt Karat direkt über den iShop kaufen oder sehr schnell dahin springen. Bekommt sie auch unmittelbar angezeigt und wenn ihr dann Items kauft für Karat, bekommt ihr Meilen gutgeschrieben. Also sowas wie Payback-System, Bonuspunkte. So. Diese Meilen sind aber nicht einfach so da, die braucht ihr. Also es gibt jetzt mehrere Stati im iShop. Ihr habt einmal den Silberstart, den nennen wir normalen Status, sagen wir mal. 0 bis 30.000 Punkte ist der IOE-Status, der normale. Ab 30.000 Punkte habt ihr den Silberstatus. 200.000 Punkte habt ihr den Goldstatus und 1.000.000 Punkte habt ihr den Platinstatus. Sehr nett, wenn man sich das überlegt und das umrechnet. Ich würde es nicht tun, es ist viel, viel Geld. So, genau darum geht es nämlich. Also bei dem Meilensystem hat man jetzt eine Änderung angekündigt. Man möchte es in Zukunft so handhaben. Wenn ihr euch einen Tag bei Roh, also im Spiel, nicht im Shop, beim Spiel, nicht anmeldet, werdet ihr 1% eurer Meilen verlieren, pro Tag. Das kann bis zu 30% gehen. Das heißt, gehen wir davon aus, ihr habt den Platin-Status 1.000.000 Punkte. 30% nach Adam Riese und Eva Zwerg sind das 300.000 Punkte, die nach einem Monat im Nirvana verschwinden. Dann hat man noch damit gespielt, dass man gesagt hat, nach 14 Tagen gibt es dann nochmal 5% extra, die man verliert. Und Bonus fürs Einloggen oder sowas gibt es nicht. Das heißt, ihr werdet bestraft, wenn ihr länger nicht spielen könnt, aber vorher gekauft habt. Das hat natürlich viel Aufregung verursacht, weil die Spieler sagen, was soll das, wir geben da Geld rein und kriegen Bonus und dann wird er doch wieder genommen. Also kann ich verstehen, ist sehr, sehr ärgerlich. Es gab dann auch bei Rokards und im Evroh-Forum sofort Reaktionen. Ich habe mein Premium gekündigt, ich habe meine Miles umgewandelt in Karat und mir ist das alles egal. Ja. Das bringt es nicht, finde ich, weil man sollte mit den Betreibern irgendwo auch sprechen. Hat ja keiner was von, wenn ihr kein Premium mehr nutzt, aber alle anderen irgendwie dann doch weiterhin den Shop normal nutzen und den sauren Apfel beißen. Wir sollten da ein bisschen mehr als Community zusammenhalten. Ich bin gespannt, ich werde mal ein, zwei Wochen abwarten, was Evroh noch an Änderungen vornimmt. Dann vielleicht nochmal einen Vorstoß wagen, wie ich es beim Transfer ja auch gemacht habe. Komme ich auch gleich nochmal zu. Und vielleicht können wir doch irgendwas ändern. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, erstmal abwarten, wieso die Reaktionen der GMs so in den nächsten ein, zwei Wochen sind. Neben dem Update des Miles-Systems im iShop ist es nun aber auch so, dass ihr auf regulärem Wege keinen Account auf Iroh
anlegen könnt. Also EFRO hat dort mit Iro Rücksprache gehalten und hat sich wohl ein bisschen beschwert, dass man freie Accounts auf Iro anlegen kann. Und man verliert natürlich dadurch doch ein paar Spieler von EFRO aus. Und jetzt hat man das Ganze eingeschränkt. Es gibt nun einen IP-Bann für Iro, allerdings nur, das bitte ich zu bedenken, für die Neuanlage von Accounts. Wenn ihr also schon auf Iro spielt, keine Sorge, passiert gar nichts, könnt ihr ganz normal weiter. Nur für die Neuanlage von Accounts gibt es einen IP-Bann für mindestens deutsche IPs. Ich weiß nicht, ob Frankreich auch betroffen ist und andere europäische Länder. Da gibt es immer einen kleinen Umweg, und zwar hat Rutana im Iro-Forum gepostet. Den Link findet ihr übrigens unter dem Video in den Videoinformationen. Da wird beschrieben, wie ihr mit dem Tool Lowerping doch auf Umweg quasi den neuen Account anlegen könnt. Das ist alles kein Problem. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Programm auch wieder beenden quasi. Das ist nur für die Registrierung notwendig. Das Tool Lowerping hilft euch allerdings auch dabei, die Lags zu reduzieren, ja, die es einfach gibt, weil Iro steht natürlich in den USA, das heißt, alles ein bisschen entfernt, aber mit diesem Tool und 5 US-Dollar im Monat etwa sollte das alles relativ lagfrei funktionieren. Ja. Rutan hat auch als kleines Edit geschrieben in dem Post und da bin ich sehr für. Sie wollten noch mal mit mir sprechen, ob ich ein kleines Tutorial dazu machen kann. Mache ich gerne. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wann und wie und was. Ich kündige das aber einfach schon mal an. Ich werde ein kleines Lowerping-Tutorial für die Registrierung und für die Nutzung fertigstellen. Spätestens für die nächste Show, vielleicht auch schon innerhalb der Woche. Mal sehen. Wie gesagt, wenn es fertig ist, Infos immer unter Facebook, rosbot.de und dann auch bei Rokans. Bei EFRO werde ich es immer nicht posten, wie man diesen Bann umgeht. Ich fürchte, sonst kann ich meinen Account auch einige Tage nicht nutzen. Ja, dann gab es noch eine Sache, und zwar hatte ich euch ja angekündigt, ich möchte mich ein bisschen einsetzen für alle Spieler, die nicht den ersten Account-Transfer nutzen könnten. Aus verschiedenen Gründen. Also einige haben mir geschrieben, sie waren krankheitsbedingt verhindert, sie waren beim Bund, haben es einfach verpasst, nach dem Klaus von Euro überhaupt danach zu suchen und so weiter. Ja, und somit hatte ich auf der Seite www.rohspot.de, roh-spot.de, kleines Unterkategorie EFRO-Transfer eingerichtet. Ihr konntet über ein oder könnt auch noch über ein kleines Formular abschicken, wenn ihr euren Account wiederhaben möchtet. Und das geht natürlich nicht an EFRO, keine Sorge, ich schicke da keine E-Mails hin. Ihr könnt dort einfach nur euch anmelden quasi und ich sammle das Ganze. Ja, die Zahl des Tages 2875, das wäre der Euro-Betrag, den EFRO einnehmen könnte. Es sind nämlich 115 Accounts, die quasi transferiert würden, wenn Spieler jetzt transferieren könnten. Und das ist natürlich nur die Anzahl der Spieler, die jetzt die Seite besucht haben, diese Show hier gesehen haben. Also da gibt es sicherlich noch in Anführungsstrichen eine Dunkelziffer von Spielern, die also noch das Ganze nutzen würden. Also sehr lukrativ für EFRO. Und ich habe auch Leuten hören, dass es eventuell im Januar 2012 nochmal losgehen könnte. Aber das sind auch nur Gerüchte, also da bitte haltet euch nicht dran fest. Es gab aber ein paar Fragen in diesen Anmeldungen. Ihr konntet einen kleinen Kommentar auch dazu schreiben über dieses Transferformular. Könnt ihr auch weiterhin tun. Und zwar hatte ich einmal bekommen, ich lege Wert auf meine Charaktere und mein Equipment. Also, da muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt nur transferiert wegen dem Equipment, vorsichtig, beim ersten Transfer war es so, es wurde viel Equipment gelöscht. Einerseits, weil die Daten von Euro, die nach EFRO gegeben wurden, teilweise beschädigt sein sollen. Andererseits, weil es einige Daten gibt, die anscheinend nicht in der Datenbank von EFRO vorhanden sind. Das heißt, wenn es nur um dieses Equipment geht, wäre ich vorsichtig. Die Charaktere bleiben eigentlich größtenteils erhalten. Das hat beim ersten Transfer ganz gut geklappt. Und es wird auch dieses Mal so sein, dass ihr eure Charaktere eigentlich 100% mitnehmen könnt. Dann gab es noch die Frage nach einer permanenten Transferlösung. Ja, es ist jetzt so, dass ihr den Transfer bis März einschließlich noch beantragen konntet und dann nicht mehr. Der Transfer wird ja manuell durchgeführt von den GMs. Das heißt, eine permanente Lösung würde heißen, man muss immer wieder dieses Tool offen lassen, GMs dran arbeiten lassen und einerseits kann man den Arbeitsaufwand relativ schlecht kalkulieren, andererseits ist das Missbrauchspotenzial natürlich auch relativ groß. Deswegen denke ich mal, es wird diese dauerhafte Lösung nicht geben, aber da kann EFRO mich natürlich noch eines Besseren belehren. Weitergeben kann man es auf jeden Fall, diesen Wunsch. Und dann gab es noch einen Hinweis, ich bin mir nicht sicher, bei meinem alten Login, Passwort und so weiter, könnte es Probleme geben. Also beim ersten Transfer war es so, ihr musstet
ein kleines Formular benutzen. Ihr müsst dort euren Main-Charakter und noch zwei weitere Charaktere eintragen, Level dazu und ein bisschen beschreiben. Und dann musstet ihr noch ein Bild eures Personalausweises, Reisepass oder sowas, einscannen und einschicken. So, das reicht eigentlich zur Validierung. Wenn jetzt natürlich euer Login, den ihr dort auch eingeben musstet, das Passwort nicht gestimmt haben, habt ihr eine Rückfrage bekommen. Gebt nochmal neuen Login ein, neues Passwort. Ja, wusste man das auch nicht, hatte man aber die Möglichkeit zu sagen, hier, ich wusste den Account oder weiß den Account nicht, weiß das Passwort nicht, ich möchte trotzdem den Transfer nutzen. Das geht, man muss dann einfach ein paar Einzelheiten über den Account noch angeben. Da das Ganze manuell bearbeitet wird, funktioniert das eigentlich relativ gut. Es dauert halt nur ein bisschen länger, das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Wenn es diese neue Transferoption geben wird, ihr werdet euren Account nicht von heute auf morgen bekommen. Das letzte Mal hat es, weil es alle Accounts betraf, knapp 6 Monate gedauert. Und wenn es diese zweite Transferwelle gibt, könnte ich mir vorstellen, dauert es mindestens 3 Monate, bis alle dann ihren Account, ihren zweiten Account oder wie viel Account auch immer, wieder haben. Also da bitte nicht denken, Januar geht's los, wenn es losgeht und ich habe meinen Account wieder. Also es gibt dann diese Einschränkungen, die ich euch genannt habe. Da also bitte vorsichtig und nicht zu euphorisch sein. Das war es dann zur Iro und FO Ingame. Jetzt kommen wir zur kleinen Verlosung. Ich habe schon das passende Werkzeug in der Hand. Es gab zu gewinnen ein König der Löwen DVD, die Special Edition, ja, die normale, nicht die 3D. Ja, König der Löwen seit Anfang November war das erste und ich glaube offiziell seit 11. November in den deutschen Kinos in 3D. Ich habe ihn auch gesehen, war klasse. Ich habe den einmal gesehen damals, wie gesagt, ich glaube mein erster Kinofilm und irgendwie schon... Ja, ganz komisches Gefühl. Also man kannte den Film irgendwie, obwohl es so lange her ist. Und trotzdem ja, war es irgendwie ja, was anderes. Und man hat viel mehr, also ich habe zumindest viel mehr verstanden, auch von den Texten und sowas, im Gegensatz zu früher. Da war ich ja noch ganz, ganz klein und niedlich. Mhm, ja. Also von daher hat sich doch einiges getan. Langer Rede, gar keinen Sinn. Wir kommen zur Auslosung. Mhm. Eine kleine Auslosung. Es gab 17 Teilnehmer, die gerne diese DVD zu König der Löwen Special Edition hätten. Und da werde ich natürlich ganz unparteiisch hier. Ich darf gar nicht hingucken. Nee, das geht ja nicht. Also ihr seht, die Zettel alle verschlossen. Ich darf natürlich da nicht hingucken, weil das könnte man mir Partei-Dings da vorwerfen. Ne? Ja. Schwierig zu mischen, ohne was zu sehen. Na gut, wir machen das mal so. Und ich wähle jetzt mal einfach hier einen Zettel aus. Da hängt noch irgendwie was dran. Ne? Das wir nehmen den. Und Rotana hat gewonnen, diese DVD. Herzlichen Glückwunsch. Du hattest auch irgendwas dazu geschrieben. Ich weiß es allerdings gar nicht mehr. Es tut mir leid. Ja, ist natürlich verdient, weil du dir auch so viel Mühe machst rund um die Iro-News. Also herzlichen Glückwunsch. Und ich melde mich dann bei dir wegen Adresse und dann geht die DVD sofort raus. Ja, ich denke mal, das können wir morgen schon machen. Auch wenn die Show dann noch nicht online ist, gibt es schon einen Gewinner. Ja, wird hoffentlich keine spannende Situation, nicht, dass da jemand meckert. Ja, aber es gibt auch diese Woche was zu gewinnen. Ja, also das wird jetzt fast schon zur Gewohnheit. Ihr könnt auf www.ro-spot.de den Bereich Gewinnspiel euch angucken. Den gibt es auch in Englisch übrigens. Französisch haben wir noch nicht, aber sollte genügen. Ja, und ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt diesmal 5x 3 Millionen Zeni gewinnen für den Server EFRO allerdings nur. Also wenn ihr von Iro kommt, seid ihr ein bisschen benachteiligt, bekommt die Zenis natürlich trotzdem auf EFRO. Einige handeln damit diesen Zenis gerne, um sich ein Bild malen zu lassen oder sowas. Also es gilt nicht nur für EFRO-Spieler, sondern halt nur für Charaktere auf EFRO. Ja. Also 5x 3 Millionen Zeni könnt ihr gewinnen. Jeder Account... Jeder Teilnehmer kann natürlich nur einmal etwas gewinnen, wäre sonst unfair. Und ja, was müsst ihr tun? Besucht einfach www.ro-spot.de, den Bereich Gewinnspiel. Da gibt es die aktuelle Gewinnspielfrage. Schickt sie einfach ein, kleinen Nick dazu, E-Mail-Adresse, wenn ihr möchtet. Und dann drücke ich euch die Daumen. Ihr habt die Möglichkeit teilzunehmen bis nächste Woche Freitag. Das wäre dann der 25. November. Dann haben wir noch den Adventskalender. Ja, bald ist es soweit. Also heute ist der 20., zumindest wenn ich die Show aufnehme. Der 27. ist der letzte Abgabetermin, wenn ihr einen Tag später seid. Also pst, nicht schlimm, könnt ihr ruhig machen. Ja. Nur bei Bildern bitte, also nicht bei irgendwelchen Sachen, die noch nachformatiert werden müssen. Es dürfte etwas schwierig werden.
Titelbild ist soweit fertig und dann haben wir jetzt auch schon 14 Beiträge, 14 verschiedene. Der Rest kann aber ohne weiteres aufgefüllt werden. Also ich habe noch ein bisschen was in der Hinterhand und habe auch schon Ideen, wie man das machen könnte. Ich habe ja auch letzte Woche noch eine kleine Überraschung für die Weihnachtszeit angekündigt. Also da lasst euch noch ein paar Tage, lasst euch überraschen bei der nächsten Show. Da sage ich dann noch mehr dazu. Und wenn ihr euren Beitrag natürlich noch einschicken wollt, das Ganze an kalender@ro-spot.de oder über das Rohkatz-Forum per PM. Und dann schickt mir euren Beitrag, eure Beiträge, wie ihr immer möchtet. Und am 27. ist erstmal Einsendeschluss, dann wird das alles verteilt auf den Kalender und dann hoffen wir auf einen tollen Ragnarok Community Kalender 2011. Ja, das war es für diese Woche dann auch schon wieder mit dieser Show. Es ist ja viel passiert. Teilweise Erfreuliches, teilweise ein bisschen Ärgerliches, so von Seiten EFRO mit dem Mailsystem und mit diesem IP-Bann für Iro. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch andere Server, Karo beispielsweise, Korea. Da braucht man natürlich eine Sozialversicherungsnummer aus Korea, um dort einen Account anlegen zu können. Also von daher, es gibt auch andere Server mit Beschränkungen. Wir wollen nicht zu sehr auf EFRO rumhacken. Es wird nicht so sein, dass man sagt, unsere Server sind so schlecht, wir wollen verhindern, dass die Spieler trotzdem wechseln. Nee. Es ist klar, EFRO hat einen Lizenzbereich Europa und Iro ist mehr so USA und man möchte natürlich irgendwo auch sein Territorium verteidigen. Ob die Mittel nun richtig sind oder nicht, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe so ein bisschen mehr betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ganz trocken Materie, Steuern und so weiter und da bin ich natürlich auf der Seite von EFRO und sage, okay, verstehe ich, dass ihr das machen wollt. Als Ragnarok-Spieler sage ich natürlich, es ist ärgerlich, weil wenn ihr den Server nicht hinbekommt und dann die Spieler halten wollt, ist nicht so optimal. Also lieber dann den Server vernünftig gestalten, den Service richtig gestalten und dann bleiben die Spieler freiwillig. Also sie so dran zu hindern, zu wechseln, finde ich ein bisschen ärgerlich aus Spielersicht. Von mir persönlich, ja. So, das war es jetzt aber wirklich. Mein Laptop gibt mir keine Themen mehr für heute. Mein Co-Moderator sieht auch schon ganz müde aus, genau wie ich. Ja, ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt vor der letzten Show, vor der Winterpause, wenn ihr Themenwünsche habt für die 20. Show, dann einfach mal Facebook besuchen. Da gibt es natürlich eine Seite von rohspot.de. Ihr könnt www.ro-spot.de besuchen. Dort gibt es einen Abschnitt Facebook. Da könnt ihr klicken. Ihr habt dort die Übersicht aller Rohspot TV-Folgen auf der Seite und ihr habt ein bisschen Werbung, die ihr anklicken könnt, um das Projekt zu unterstützen. Ihr habt verschiedene Feedback-Formulare, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt das Gewinnspiel benutzen, also www.ro-spot.de, Anlaufstelle für alles. Wenn ihr mir Infos schicken wollt, gerne im Rohkatz an Flash. Ansonsten admin@rohspot.de erreicht ihr mich auch immer. Kalenderbeiträge, kalender@rohspot.de, also genug Kontaktmöglichkeiten, wie auch immer. Ihr erreicht mich schon. Ja, dann wünsche ich euch jetzt kein schönes Wochenende mehr. Das wird zu Ende sein, wenn diese Show online ist. Ich wünsche euch aber eine tolle Woche. Ich wünsche euch schon jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit. Gibt ja schon genug Lebkuchen und alles zu kaufen. Ist was für Schleckermäuler. Vielleicht auch schon viel Spaß beim Plätzchenbacken. Wer weiß, wer da ein bisschen versiert ist. Wir sehen uns dann zur 20. zur Jubiläumsshow wieder. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt, einfach mal einschicken und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, dann erstmal alles Gute und macht's gut. Bis dahin. Ciao.